Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Michael Bauer und zusammen mit meinem Kollegen Gerald Farkert darf ich Sie recht herzlich zu unserem gemeinsamen Vortrag Die ökologische Utopie als Persuasive Game, das Spiel Solare als didaktisches Beispiel im Hochschulunterricht im Zuge des Science Mashup 2021 begrüßen. Persuasive Games sind Spiele, die versuchen, gezielt Einfluss auf den Spieler zu nehmen, sie im besten Fall zu überzeugen und zu aktivem Handeln aktivieren. Ian Bogost, der Autor von Persuasive Games, benutzt synonym den Ausdruck prozedurale Rhetorik. Er meint damit, dass im Zuge eines Videospiels die Überzeugung nicht ausschließlich verbal und bildlich, sondern vor allem durch die computergenerierten Spielmechaniken vermittelt werden. Wenn wir von Persuasive Games sprechen, tun wir dies vor allem im Kontext von politischen, sozialen und kulturellen Themen. Bekannte Beispiele dafür sind die Online-Spiele The Four is Dying oder September the 12th. Der Begriff Serious Games ist schon relativ alt. In seiner ursprünglichen Bezeichnung wurde er vornehmlich für analoge Spiele verwendet. Brettspiele, Rollenspiele und Sportspiele. Abt definiert Serious Games aus seinem Buch von 1970 wie folgt. Serious Games have an explicit and carefully thought out educational purpose and are not intended to be played primarily for amusement. Also, dass Serious Games in erster Linie eine Lernbotschaft vermitteln und nicht primär für Entertainment sorgen sollen. Seine Definition ist nach wie vor wesentlicher Bestandteil unseres aktuellen Verständnisses. Wir verstehen heutzutage den Begriff Serious Games ausschließlich auf digitale Spiele bezogen. Im Vergleich zu den Persuasive Games befinden wir uns bei den Serious Games aber eher im Bereich Training, Werbung, Simulation oder Bildung. Aber Serious Games sind mittlerweile auch ein Serious Business, mit jährlichem Wachstum und mit einem hohen Potenzial für die Zukunft und wird deshalb auch zur Marktabgrenzung von den konsumorientierten AAA-Entertainment-Spielen verwendet. Das didaktische Konzept in Serious Games von Karis Bowman und Vervene beschreiben drei Möglichkeiten der Vermittlung von einer Lernbotschaft im Spiel. Erstens, das Spiel selber vermittelt die Lernbotschaft ohne eine zusätzliche Didaktisierung, Beispiel Simulationsspiele wie der Microsoft Flugsimulator. Zweitens, Didaktisierung durch Einbettung des Spiels in einer Lernsituation, beispielsweise als Belohnung im Zuge eines Rewardsystems. Bei einem Mathe-Lernspiel erfolgt nach jeder Matheaufgabe eine kurze Spielsequenz. Und drittens, Didaktisierung durch Einbettung von Lernaufgaben in ein Spiel. Beispielsweise in einem Abenteuerspiel in einer Fantasy-Welt erhält der Spieler durch einen NPC, vielleicht ein Magier, eine Quest mit einem mathematisch zu lösenden Problem. Nach Brown ist Tangential Learning the process by which people educate themselves on a topic when it is presented in a context that they enjoy. Videospiele benötigen nicht immer eine direkte, zu erkennende und offensichtliche Lernbotschaft, um ernsthafte Themen zu vermitteln. Oftmals genügt es, auf etwas zu verweisen oder den Spieler auf etwas neugierig zu machen. Denken Sie an die Assassin's Creed-Serie. Assassin's Creed 3 spielt während der amerikanischen Revolution und dem daraus resultierenden Unabhängigkeitskrieg zwischen 1753 und 1783. Cutscenes zeigen immer wieder historische Persönlichkeiten wie George Washington, Benjamin Franklin und Thomas Jefferson. Weitere Beispiele mit historischem Hintergrund wären Call of Duty 2 und die Geschichte des Zweiten Weltkriegs oder Dynasty Wars und die Konflikte in der chinesischen Geschichte. Hier werden die Rezipienten rein spielerisch auf verschiedene historische Begebenheiten aufmerksam und neugierig gemacht, ohne dieses explizit als Lernbotschaft zu kennzeichnen. Ich habe mir erlaubt, die verschiedenen Begrifflichkeiten neu zu ordnen. Mir geht es bei der Kategorisierung weniger um die Anwendungsgebiete, sondern vielmehr darum, wie intensiv und spürbar die Lernbotschaften im Videospiel verankert sind. Mit der indirektesten Verankerung angefangen, von unten nach oben das Tangential Learning. Dann folgt das Persuasive Game, die schon sehr bewusst die Spieler beeinflussen. Und zum Schluss und ganz oben angekommen mit dem Serious Game, die ganz klar das primäre Ziel haben, eine Lernbotschaft zu vermitteln. Diese Anordnung soll ganz bewusst keine Wertung darstellen. Uns muss nur bewusst sein, dass wir auch als einzelner Spieleentwickler eine große Verantwortung haben, wie wir mit dem Medium Videospiele umgehen und welche Botschaften wir direkt, indirekt, bewusst oder unbewusst vermitteln. Kommen wir nun zum Punkt, an dem Serious Games sehr viel mit Utopien zu tun haben. Und hier bewegen wir uns ja auf einem breiten Spektrum der Hoffnung. Da gehen die Meinungen teilweise auseinander. Also zum Beispiel Lisa Garford meint, dass Green Hope nicht so sehr in moderner Literatur vorkommt, dass die ja implizit Hoffnung verbreiten, wohingegen Frederick Jameson schon sagt,
dass die Utopie eine ziemlich starke Kritikfunktion haben soll und etwas radikal anderes darstellen soll. Das ist aber auf jeden Fall beides möglich. Und Kunst wie Serious Games allgemein, deshalb ist es auch ein bisschen schwierig zu trennen. Was ist ein Serious Game? Was ist kein Serious Game? Oder was ist ein Game for Change und was ist vielleicht eine fiktionale Welt? Kunst allgemein hat auch diesen regenerativen Aspekt, etwas Subversives zu triggern. Das ist natürlich ein Konzept, das es auch in der Biologie gibt, die Regeneration von Lebewesen, das ist einem vielleicht bekannt, Renewal, Restoration and Growth. Aber das kann man so auch für Fiktion, für Literatur, für Film, für Games im Allgemeinen sehen. Wie Hubert Zapf das sagt, seiner Meinung nach sind Literary Texts sites of radical strangeness, alienation, alterity, both in terms of the aesthetic procedures of defamiliarization and of existential experiences of alienation and radical difference. And they are also simultaneously sites of reconnection, reintegration and at least potentially of regeneration on psychic, social and aesthetic levels. Was heißt das übersetzt? Das heißt, dass Literatur und Fiktion allgemein eine Wirkung auf uns haben kann, die uns zum Nachdenken bewegt, aber nicht nur zum Nachdenken, sondern auch, ja, indem wir nachdenken, Dinge anders sehen, die uns vielleicht gar nicht so aufgefallen ist. Wir tauchen in diese fiktionale Welt ein, werden mit was Fremdem in Kontakt gebracht und müssen das dann in Verbindung zu unserer Realität setzen. Eco-Games, so wie Solare, haben dann natürlich die Möglichkeit, Sustainable Art oder Ecological Art zu sein hier. Ja, genau. Und das ist eben auch wieder ein schwieriger Punkt, wie man das trennen soll, Serious Games oder nicht, weil ich würde sagen, alle Videospiele machen diesen imaginativen Raum auf, der Spielern ermöglicht, transgressiv zu sein, Sachen zu hinterfragen, Sachen auszutesten. Ob das jetzt ein Fallout ist oder halt ein Serious Game, das kommt dann immer auf die Sachen an. Serious Games machen das meist direkter. Fiktionale Spiele wie auch dann Solare, auf das wir zu sprechen kommen, machen das indirekter. Also ihr seht, wir haben hier, das könnten auch alle Serious Games sein, The Last of Us, das so das Leben in der Stadt, die es nicht mehr geschafft hat, nachhaltig zu sein, mit dem Leben in der Landschaft verbindet. Oder auch Horizon Zero Dawn, das eine Post-Postapokalypse ist, in der mechanische Wesen in so einer Naturlandschaft herumstolzieren. Ihr seht, diese Spiele können alle auf indirekte Art und Weise sehr stark was Ökologisches haben und etwas Nachhaltiges. Allein schon die Erfahrung, hier durch diese Welt zu laufen und mit Naturkonzeptionen, Kulturkonzeptionen in Kontakt zu kommen. Nun zum Spiel Solare. Solare ist ein narratives Adventure im Retro-Pixel-Art-Style. Das Spiel wurde von 5 Studierenden im Wintersemester 2021 innerhalb von 16 Wochen entwickelt und umgesetzt. Es handelt sich um ein klassisches Adventure-Spiel mit einem einfachen Dialogsystem und den typischen Spielmechaniken wie der Itemaufnahme, dessen Verwaltung und deren Benutzung und Kombination. Der Spieler befindet sich im Jahre 2223 und übernimmt die Spielfigur Sunny. Das Energiesystem in Solare ist zusammengebrochen. Carlos, der Cousin von Sunny, bittet den Spieler der Stadt Solare zu helfen. Innerhalb der Mission muss man nun den Stadtbewohnern aushelfen, den verschwenderischen Energiekonsum zu reduzieren und Alternativen dazu freizuschalten. Dabei spielen unter anderem zukunftsträchtige Technologien eine Rolle. Hydrokulturgartenanlagen, Technologien zur Begrünung der Städte, Technologien zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und Technologien für alternative Energieversorgung. Ein solches Eco-Game ist Solare, bei dem wir mal vom Game Design her eine andere Herangehensweise austesten wollten. Wir wollten jetzt nicht zum Beispiel erst die Game-Mechaniken entwerfen und dann darum ein Spiel bauen. Nein, wir haben erstmal ökologische Thematiken und das Science-Fiction-Genre, Eco-Science-Fiction allgemein besprochen, verschiedene Thematiken herausgearbeitet und darum eine Spielewelt gebaut und deren Konzept. Das heißt, Thematik und Genre waren zuerst, danach folgte die Konzeption dieser Welt, deren Gegebenheiten, Maps, Landschaften, wie es da aussieht, was das für Gesellschaften sind. Dann natürlich die Konzeption der Kulturen, Völker, Charaktere. Wie kommen die Charaktere im Spiel in dieser Welt klar? Was gibt es da für Probleme? Und dann natürlich auch das Gameplay, die alle diese Punkte miteinander verbinden sollte. Also, dass nichts jetzt wichtiger ist als das andere, sondern dass alles allem dieser Thematik der Eco-Science-Fiction, der Nachhaltigkeit und dieser Vision einer Utopie, wie man es besser machen kann, untergeordnet wurde. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören und wünschen Ihnen noch viel Spaß bei der langen Nacht der Computerspiele.
Im Anschluss finden Sie noch unsere Kontaktdaten, unsere Bild- und Literaturquellen. Vielen Dank.